wir alle vielleicht dann doch auch diesen Kampf in den besten Sitzungen, die das eine Sitzung gewinnen können gegen David Roberts, können wir vielleicht aus den wiederkehrenden Tagen in Dresden lernen, die vom 11. bis zum 17. September, denn das passiert alljährlich, 2018, wenn ich das richtig, wenn ich da richtig informiert bin. Und es gibt bereits ein sehr ausführliches. Wir wollen aber unsere Lieblingsserie gucken! Ja, genau! Jetzt ist aber Nachrichtenzeit. Nee! Oh, Leute, kann ich auch mal mitentscheiden? Nee! Hey, hallo, nicht streiten. Es gibt doch die Bürgermedien in Sachsen-Anhalt. Bürger was? Bürgermedien. Das sind die 7 offenen Kanäle und die 2 nicht kommerziellen Radios in Sachsen-Anhalt. Zum Beispiel der offene Kanal Merseburg-Querfurt mit einer inklusiven Redaktion. Der offene Kanal Dessau mit einer Kinderredaktion. Der offene Kanal Wernigerode, wo Jung und Alt voneinander lernen. Der offene Kanal Magdeburg mit einer Frauenredaktion. Der offene Kanal Stendal mit Übertragungen von wichtigen Veranstaltungen in der Region. Radio HBW mit einer interkulturellen Redaktion. Der offene Kanal Salzwedel mit Expertenwissen aus der Region. Der offene Kanal Wettin mit Medienprojekten in Schulen und Jugendeinrichtungen. Und Radio Korax mit seiner tagesaktuellen Redaktion. Und das sind nur ein paar Beispiele dafür, was euch die Bürgermedien in Sachsen-Anhalt alles bieten. Und können wir da auch mitmachen? Na klar, einfach vorbeikommen, an einem Projekt oder einer Redaktionsgruppe teilnehmen oder auch individuelle Unterstützung für eure eigenen Ideen erhalten. Nice. Ja, aber das kostet ja bestimmt was, oder? Nein, das ist ja das Schöne daran. Die Angebote sind alle kostenlos. Deine Bürgermedien in Sachsen-Anhalt. Lokal mitgestalten, überall empfangen.